Sie wollen Steuerberater werden, tun sich aber schwer mit dem Klausurlösen? Dann zeige ich Ihnen heute einige Lösungsstrategien dafür. Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Video. So kleine Vorwarnung, es wird, glaube ich, etwas länger. Thema ist, Sie wollen Steuerberater werden, wie schreibt man eigentlich Klausuren? Ich gebe mal gleich von Anfang an zu bedenken, das ist eine individuelle Frage. Also Sie hören jetzt meine Meinung, wie ich Ihnen empfehlen würde, wie man an Steuerberaterklausuren rangeht. Sie werden aber garantiert auf YouTube oder sonst irgendwo bestimmt noch 10 andere Meinungen finden. Das ist ein Weg, der für mich funktioniert hat. Wenn Sie den gut finden, ist kein Problem. Wenn Sie aber sagen, Sie haben überhaupt keine Ahnung, wie Sie vorgehen sollten, wäre das eine mögliche Strategie, die Sie sich mal angucken können und mal gucken können, ob die zu Ihnen passt. Für mich hat die wunderbar funktioniert. Ich finde die auch total toll, deswegen habe ich sie auch genutzt. Und ich will die Ihnen einfach mal vorstellen. Aber wie gesagt, wenn Sie merken, Sie kommen damit nicht zurecht, gibt genügend andere Leute, die Ihnen dazu auch Meinungen sagen. Und ich hoffe mal, wenn Sie sich auf Steuerberaterexamen vorbereiten, sind Sie in irgendeinem Fortbildungsinstitut, ja, dann lassen Sie sich von dem Institut mal von 2, 3 Dozenten sagen, wie die damals an der Steuerberaterprüfung rangegangen sind. Ich kann Ihnen jetzt nur meinen Weg zeigen. Ich hoffe, dass der für Sie auch passt. Für mich immer der Schritt 1, ich gucke mir mal kurz die Klausur an, die ich kriege. Und in meinen Augen gibt es dann immer 2 Klausurtypen, die beides Vor- und Nachteile haben. Ich habe die jetzt mal genannt, große Komplexsachverhalte oder einzelne Kleinsachverhalte. Unter uns, das sieht man sofort, wenn man einfach die Steuerberaterprüfung kurz umschlägt, ja, man geschwind durchblättert so in 20, 30 Sekunden, dann merkt man genau, was man vor sich hat. Es gibt nämlich zum Beispiel meistens so Umsatzsteuerklausuren. Das sind für mich diese Kleinsachverhalte. Ja, da haben Sie meistens so 5, 6, 7, 8 Übungsaufgaben. Und Sie sehen ganz genau Sachverhalt 1, Sachverhalt 2, Sachverhalt 3, Sachverhalt 4. Super easy zu lösen von der Taktik her, sage ich mal. Weil Sie natürlich bei den kleinen Sachverhalten können Sie grundsätzlich die einzelnen Sachverhalte völlig unabhängig voneinander lösen. Sie können auch die Reihenfolge beliebig tauschen. Das ist ja ganz häufig so in der Umsatzsteuer, dass entweder ganz vorne oder ganz hinten ein schwerer Sachverhalt ist, auch ein sehr langer Sachverhalt mit vielen Punkten, aber zwischendrin gibt es Kleingruft, ja, den man also ruckzuck machen kann. Man kann auch mal einzelne Textziffern auslassen, das ist alles gar nicht schlimm, man kriegt trotzdem insgesamt genug Klausurpunkte. Problem von den Klausuren ist meistens oder häufig ein zeitlicher Aspekt, also die sind häufig sehr, sehr lang, die Klausuren, und manchmal sind sie auch fachlich tatsächlich schwierig, dass da einfach einzelne Sachverhalte sind, die brutal schwer sind. Also in der Umsatzsteuer ist meistens immer mindestens ein Punkt drin, mit dem kein Mensch rechnet und wo auch wirklich rechtlich extrem anspruchsvoll ist. Und das ist halt häufig in diesen Einzelsachverhalten drin. Trotzdem, meiner Erfahrung nach, haben Sie weniger Probleme mit solchen Sachverhalten oder mit solchen Klausuren, weil Sie immer sagen können, okay, Textziffer 3 passt mir nicht, ich gehe jetzt zu 4. Und für mich das Wichtige bei den Klausuren ist einfach, kurz drüber zu lesen. Ja, man fängt immer an, das ist wichtig, mit der Aufgabenstellung. Was will eigentlich der Klausurersteller von mir? Und dann liest man sich die Sachverhalte einmal durch. Zumindest so grob, dass man sagt, ich weiß in jedem Sachverhalt grob, um was es geht. Und dann gehe ich nach Stärken vor. Dass ich sage, das gefällt mir nicht. Ja, und danach mache ich dann meine Reihenfolge und kann die dann relativ unabhängig voneinander lösen. Nicht immer unabhängig voneinander, manchmal merken Sie auch, okay, da geht es irgendwie um Gesellschaftsstrukturen und Umsatzsteuer, könnte da eine Organschaft entstehen oder wegfallen. Da muss ich das natürlich vorne weg machen, ja, weil ob eine Organschaft da ist oder nicht, ist halt überlebenswichtig für die Klausur. Aber meistens sind die recht simpel lösbar und unabhängig voneinander lösbar und Sie haben wenigstens keine Sachverhaltsprobleme. Und dann gibt es einen zweiten Typ, der ist von den meisten deutlich mehr gefürchtet, das sind diese großen Komplex-Sachverhalte, habe ich das jetzt hier mal genannt. Das sehen Sie schon dadurch, dass Sie einfach Steuerberaterprüfung aufschlagen und der Sachverhalt mal eine Seite geht oder noch länger. Ja, 2, 3 Seiten, auch das kommt mal vor. Das haben Sie meistens in AO, das ist meistens ein Sachverhalt, ein ganz großer Sachverhalt. Da gilt es dann einfach strategisch vorzugehen, ja, Zeitstrahl zu bilden etc. Oder das haben Sie auch ganz häufig am zweiten Tag, dass einer der Teile wirklich ein Riesensachverhalt ist mit ganz vielen einzelnen Problemfeldern, die da drin aber in einem Sachverhalt vermischt sind. Und meiner Erfahrung nach sind diese Klausuren für Sie schwieriger zu lösen. Und das ist eine Klausurtechnik und eine Klausurtaktik und die kann man lernen. Und das soll jetzt auch der Schwerpunkt von dem Video sein. Wie löse ich eigentlich diese komplexen Sachverhalte? Gibt es einen wunderschönen Satz, den ein Kollege mir mal gesagt hat. Ich zitiere ihn jetzt hier einfach mal. Ein großer Sachverhalt ist nichts anderes als die Aneinanderreihung von Einzelproblemen. Und Einzelprobleme können Sie lösen. Ja? An sich hat er recht.
Also auch ein großer Sachverhalt besteht aus einzelnen Parts und ich muss halt die einzelnen Parts rausarbeiten und kann dann die dementsprechend lösen, aber ich muss sie halt rausarbeiten. Und das ist schwierig genug. Die Strategie, die ich Ihnen hier empfehle, ist folgendes. Schritt 1, Sie lesen erstmal die Aufgabe, das ist immer der Anfang, habe ich gerade schon gesagt, auch bei den Einzelsachverhalten, Aufgabe lesen. Zweitens, Sachverhalt kurz querlesen. Das kann man auch um Skimming bezeichnen oder sowas. Einfach quer drüber rutschen und sagen, um was geht es da drin? Sie sollten jetzt einen Eindruck kriegen, was geht es, was sind die Probleme? Also habe ich hier einen Betriebsaufspaltungssachverhalt, habe ich hier eine Erbauseinandersetzung oder was auch immer. Dass Sie einfach mal so ein Gespür kriegen und sagen, oh, das habe ich in der Vorbereitung verstanden oder das habe ich nicht verstanden. Auch deshalb, weil Sie einfach meistens drei Teile mindestens mal haben und dann schon mal sagen könnten, okay, den Teil, da bin ich gut, das mache ich jetzt, oder ich bin dem Teil echt schlecht, das mache ich am Ende. Ja, also das ist schon mal die erste Sachverhalt, dass ich einfach grob weiß, um was geht es da drin, wo könnten die Probleme, wo könnten die Knackpunkte liegen. Wenn Sie dann sagen, okay, der Sachverhalt passt grundsätzlich oder ich muss ihn jetzt einfach bearbeiten, weil ich nichts mehr anderes zu tun habe, dann Schritt 2, das ist dann genaues Lesen. Also das heißt, man geht die Klausur einmal von oben nach unten durch und versucht jetzt schon rauszukriegen, was passiert da wirklich im Detail und man arbeitet sich das auf. Ich empfehle immer, machen Sie eine Sachverhaltsskizze, zum Beispiel eine AO, ganz typisch Zeitstrahlproblem. Ja, DIN A4-Blatt nehmen, Zeitstrahl drauf malen, Pfeilspitze ran und die einzelnen Zeitpunkte eintragen, was passiert wann. Am Ende sollten Sie in der Lage sein, mir erzählen zu können, was in dem Sachverhalt alles passiert, wenn Sie nur Ihre Notizen in die Hand nehmen. So grob einfach den Plan haben, was passiert. Oder wenn es eine Klausur ist in, was weiß ich, Personengesellschaften, dass Sie die Gesellschafterstruktur mal aufgemalt haben und mir sagen können, gut, an dem Tag geht jemand rein, da verkauft jemand seinen Anteil, da passiert das, da passiert das, da passiert jenes. Das muss das Ziel sein, den Sachverhalt zu erfassen. Sie verlieren solche Großklausuren, wenn Sie den Sachverhalt nicht beherrschen. Deswegen muss das jetzt gemacht werden. Geht jeder unterschiedlich vor. Ja, ich sage immer, Skizze ist primär der Punkt. Man kann sich auch Notizen im Text machen oder am Textrand oder halt mal was markieren oder sowas, dass man einfach die Problemfelder wieder findet und dass man auch weiß, um was es in dem Sachverhalt geht. So, dann der dritte Punkt, den können Sie von mir aus zeitlich auch neben dem zweiten machen. Das war für mich immer eine Checkliste zu erstellen. Checkliste heißt für mich, ich schreibe mir die ganzen Einzelprobleme raus auf dem DIN A4-Blatt. Also ich habe immer eine Liste gemacht, wo man quasi so einen Punkt hat, da stand da irgendwie drin, was weiß ich, Erbauseinandersetzung bearbeiten. Und dann war der nächste Punkt, Sonderbetriebsvermögen beurteilen oder irgendwie sowas. Und das dient Ihnen dann nachher dazu, erstens mal, dass Sie nichts vergessen. Also auf der Checkliste muss jedes Problem da drin stehen. Wenn ich im Sachverhalt irgendwas lese von im AO, was weiß ich, der Einspruch wird per Fax bekannt gegeben oder der Bescheid wird per Fax bekannt gegeben. Das steht bei mir drauf auf der Checkliste, Einspruch oder Bescheid per Fax. So. Dann kann ich nicht vergessen, dass da was gibt. Oder in einer anderen Einkommensteuerklausur steht irgendwas drin mit, was weiß ich, da wird ein Darlehen gegeben von einer Mutter ohne Zinsen. Steht bei mir auf der Checkliste drauf, Darlehen, zinslos, Mutter. So. Das kann ich nicht mal vergessen. Weil das ist so was ganz Typisches, dass Sie in dem ganzen Sammelsurium von Informationen irgendwelche Aussagen vergessen, die Sie eigentlich kennen und die Sie auch bearbeiten können. Also das Wissen haben, aber Sie vergessen es nachher, weil einfach das in diesen mehreren Seiten Text einfach untergeht. Dafür gibt es eine Checkliste. Dass ich einfach weiß, okay, ich gehe das jetzt Stück für Stück durch und wenn ich das alles durch habe, habe ich nichts vergessen. Das ist das Ziel dieser Checkliste. Wenn ich das dann habe, ja, also ich habe den Sachverhalt gelesen, ich habe die Skizze gemacht, ab und zu vielleicht was notiert oder markiert im Text. Übrigens, ob Sie Notizen machen oder sich das im Text markieren, ist mir völlig egal. Beides funktioniert, muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und Sie haben die Checkliste erstellt, dann geht es im Schritt 4 darum, eine Reihenfolge festzulegen. Mit was fangen Sie an? Auch das ist individuell. Manches ergibt sich durch den Sachverhalt. Also ganz ehrlich, wenn Sie eine Einkommensteuerklausur haben und Sie haben da auf Ihren Checklisten die Frage stehen, Betriebsaufspaltung liegt vor, Fragezeichen, dann wäre das das Erste, um was Sie sich kümmern müssen. Weil Ihre ganze Klausur wahrscheinlich davon abhängt, ist das wirklich eine Betriebsaufspaltung oder nicht. So ein ganz typischer Punkt. Ja. Oder was weiß ich, liegt eine Organschaft vor. Das ist auch so was ganz Zentrales, das muss ich halt am ersten Punkt bearbeiten. Da bleibt mir nichts anderes übrig, sonst läuft die ganze Klausur schief. Aber dann gibt es eine Vielzahl von Problemen, die meistens unabhängig voneinander gelöst sind. Ja, zum Beispiel das Darlehen, das die Mutter zinslos mir gibt, das kann ich ja völlig unabhängig davon bearbeiten, ob die Erbauseinandersetzung gemacht wird oder nicht. Das ist ja völlig wurscht. Und jetzt geht es darum, eine für Sie passende Reihenfolge zu finden. Und da gibt es für mich immer zwei Möglichkeiten. Eine von leicht nach schwer und die andere von schwer nach leicht. Ganz simpel.
Das hat jetzt beides Vor- und Nachteile und ich empfehle Ihnen auch, beides auszuprobieren. Die Reihenfolge von leicht nach schwer hat den Charme, dass Sie erstmal ruhig werden. Also wer so ein nervliches Frack ist im Klausurschreiben, dem würde ich das vielleicht empfehlen. Aber wenn Sie schon mal hinschreiben, das zinslose Darlehen der Mutter wird mangels Fremdvergleich nicht anerkannt und ist deswegen steuerlich nicht berücksichtigungsfähig, dann haben Sie schon mal das Gefühl, okay, den Punkt habe ich schon mal. Und dann kümmern Sie sich um eine Geschäftsführungsvergütung, wo Sie hinschreiben, die ist nach § 19 EStG zu besteuern, da wird ein Werbungskostenpauschbetrag abgezogen. Das kriegt auch jeder hin. Ja? Und so sammeln Sie schon mal wie so Hamsterchen so ein paar einzelne Punkte. Ihr Blutdruckspiegel sinkt sich, Ihr Stresslevel geht runter und Sie können viel entspannter die Klausur lösen. Das ist der Vorteil, dass man also am Anfang schon mal Punkte sammelt. Der Nachteil für mich ist immer, die dicken Brocken laufen ja nicht weg. Also die gibt es ja trotzdem und die muss ich am Ende ja trotzdem lösen. Und jetzt kommt hier eine Konzentrations- und eine Zeitfrage dazu. Natürlich sind die, sag ich mal, großen Brocken, die Ihnen Probleme bereiten, auch diejenigen, die die meisten Punkte geben. Und wenn Sie jetzt halt der Kandidat sind oder die Kandidatin, wo sagen, also 6 Stunden sind mir eigentlich zu kurz, ich werde nie fertig in den 6 Stunden, dann muss Ihnen klar sein, wenn Sie jetzt die Erbauseinandersetzung nicht bearbeiten, da hängen halt wahrscheinlich 10, 15, 20 Punkte dran. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, ob ich jetzt 100 Punkte im Steuerberaterexamen kriege oder 80, who cares, auch mit 80 habe ich bestanden, ist aber auch schwer genug, da sind wir uns, glaube ich, drüber einig. Das ist das Risiko, wenn ich die großen Brocken am Ende mache, dass ich sie zeitlich nicht mehr hinkriege oder dass ich es konzentrationstechnisch nicht hinkriege. Kann ich jetzt von mir zum Beispiel persönlich sagen, ich finde das persönlich sehr anstrengend, eine 6-stündige Klausur zu schreiben, wo so nach 4, 5 Stunden merke ich, wie meine Leichtsinnsfehler rapide nach oben steigen. Also da ist irgendwo so bei mir die Konzentrationslücke einfach erreicht. Und für mich war immer klar, wenn ich die schweren Sachen ans Ende lagere, dann mache ich da so viele Fehler, dann kriege ich sowieso keine Punkte. Das heißt, ich muss für mich persönlich mit dem Schweren anfangen, weil ich am Anfang dann noch die Chance habe, die Konzentration hoch genug zu haben, um die Punkte da zu sammeln. Das hat dann auch den Effekt, dass ich natürlich am Anfang erstmal die ganz dicken Brocken bearbeite, wo ich 10, 20 Punkte sammeln könnte. Natürlich kriege ich nicht an, aber relativ viele davon. Hat den Risikobereich, dass ich am Ende vielleicht die vermeintlich leichtesten Sachen zeitlich nicht mehr hinkriege. Ja, weil ich einfach in 6 Stunden nicht durchkomme und dann gehen mir hinten ausgerechnet die 5 Sachen verloren, die für mich locker easy zu lösen wären. Das ist dann so ein Punkt, wo ich immer sage, trotzdem war jetzt meine Strategie zu sagen, ich fange mit den schweren Sachen an und ich habe das aber so ein bisschen im Blick, dass ich sage, da hinten sitzen noch so 6, 7 Sachen, das ruckzuck deine Punkte und die kriegst du auch locker hin. Und dann heißt es halt auf die Uhr gucken während einem Steuerberaterexamen und dann halt tatsächlich zu sagen, okay, eine halbe Stunde vor Abschluss, ich breche meine Bearbeitung ab und kümmere mich noch genau um die 5 Sachen, dass ich einfach die leichten Punkte trotzdem hole. Das ist dann so, Steuerberaterexamen ist ganz häufig ein Zeitproblem, dass Sie in 6 Stunden nicht fertig werden. Das ist halt so, kann man auch nichts machen. Das ist mit eingepreist, auch in der Durchfallsquote, das ist leider so das große Problem. Und auf jeden Fall geht es mir hier darum, eine Reihenfolge festzulegen, und erst dann wirklich anfangen, die Klausur zu schreiben. Und wie gesagt, Reihenfolge festlegen, leicht nach schwer, schwer nach leicht, testen. Sie haben so viel, wenn Sie sich vernünftig vorbereiten, haben Sie so viel Übungsaufgaben. Ja? Da kann ich das doch mal versuchen, gehe ich von leicht nach schwer, gehe ich von schwer nach leicht. Das ist ja das ist für mich klare. Ja? Und dann einfach gucken, was passt Ihnen persönlich denn besser. Individuell, wie gesagt, kann ich jetzt nichts vorschreiben. Und erst wenn ich diese 4 Schritte durch habe, also das heißt, ich habe meinen Sachverhalt gelesen, ich weiß, was da drin passiert, ich habe meine Checkliste gemacht, ich habe mich festgelegt, in welcher Reihenfolge ich es bearbeite, erst dann lege ich los zu schreiben. Und bitte haben Sie keine Panik davor, wenn Sie die erste halbe Stunde kein Wort auf dem Blatt Papier haben, also auf dem Lösungspapier. Auf den Notizen wäre ganz gut, wenn das stehen würde. Aber auf dem Lösungsblatt Papier muss überhaupt nichts draufstehen. Entscheidend ist, was nach 6 Stunden auf Ihrem Blatt Papier ist. Und in meinen Augen, je mehr Zeit Sie sich nehmen, um es vorzubereiten, desto schneller sind Sie nachher fertig. Weil es ist nichts Schlimmeres in einer Klausurlösung, wenn Sie das linear machen. Es gibt so typische Kandidaten, die sind nie erfolgreich, glaube ich. Die schlagen ihre Klausur auf und fangen sofort an, mit der Lösung zu schreiben. Ja, und gehen da quasi Zeile für Zeile durch und schreiben zu jeder Zeile auf, was ihnen einfällt. Das geht schief. Ja, die werden erstens nicht fertig. Zweitens fällt Ihnen auf der zweiten Seite auf, oh verdammt, die Information hätte ich vorne gebraucht. Und es gibt katastrophale, unstrukturierte Lösungen. Entspannt daran gehen. Struktur erarbeiten. Wenn ich eine Struktur habe, werde ich auch fertig. Das ist immer mein Ansatz gewesen. Ich habe nie in einer AO-Klausur vor 30 Minuten auch nur ein einziges Wort auf dem Papier gehabt. Und ich war trotzdem in 2 Stunden immer fertig. Immer. Weil ich wusste, was will ich schreiben. Wenn Sie wissen, was Sie schreiben wollen, sind Sie am Ende schneller.
Deswegen erst die Struktur. Ganz, ganz entscheidend. Und dann Klausur schreiben. Gut, das ist Übung, das muss man halt vorher ein paar Mal üben. Die entsprechenden Gesetze zitieren, etc. Im Übrigen, in den Schritten 1 bis 4 hier, ich würde da gar nicht so viel in den Gesetzen nachblättern und in den Richtlinien, lassen Sie die so lang zu. Ja, natürlich, wenn da irgendwas drin ist, wo Sie sagen, das muss ich jetzt nachgucken, weil es einfach meine Notiz schon entscheidend ist, dann können Sie von mir aus nachgucken. Aber ehrlich gesagt, es reicht auch, wenn auf Ihrer Checkliste steht, liegt Betriebsaufspaltung vor? Fragezeichen. Das spielt ja gar keine Rolle. Das müssen Sie jetzt ja noch nicht lösen. Und das gehört für mich auch dazu. Diese roten Backsteine, die Sie da haben, lassen Sie doch die erste halbe Stunde das mal weg. Gucken Sie doch erstmal, dass Sie den Sachverhalt verstehen, dass Sie wissen, was Sie machen müssen. Und wenn Sie dann wissen, was Sie machen müssen, dann können Sie Dinge gerne in Hand nehmen und nachgucken. Da habe ich auch nichts dagegen. Aber Sie verschwenden, das ist ein ganz, für mich ganz typischer Punkt, wenn man einfach Leute beobachtet. Also ich habe ein bisschen den Vorteil, dass wir halt hier in der Akademie jedes Mal im September solche Klausurenwochen machen. Da sitzen hier so 150 Leute ungefähr, jeweils, also pro Woche. Das heißt, also ich habe bis zu 300 Kandidaten theoretisch, die ich beobachten kann. Und ich laufe ab und zu mal ganz so ein bisschen hinten rum, so dass ich niemanden störe, aber ich gucke einfach mal rum. Und für mich ist ganz augenscheinlich, dass es viele gibt, die nach 5 Minuten schon wie wild in ihren roten Backsteinen drin rumblättern. Und wenn man dann, ich kenne die Leute ja teilweise mit Namen und ich korrigiere die dann mittags. Und meistens ist es tatsächlich so, die, wo am meisten hektisch in ihren roten Backsteinen rumblättern, die machen am Ende schlechte Klausuren. Nicht alle, aber ein Teil davon. Und das ist der falsche Weg, die werden auch häufig nicht fertig. Da steht ganz viel drin, das ist alles gut. Aber ich muss wissen, wann ich danach gucke. Und ich muss erstmal wissen, was ich nachschlagen muss. Und dazu brauche ich eine Struktur. Und diese Struktur zu erarbeiten, diesen ersten 4 Schritten, das ist das Zentrale, um diese komplexen Klausuren zu lösen. Das ist also für mich der ganz entscheidende Punkt. Soviel mal Theorie. Ja, zack, das reicht mir. Kann abschalten für alle anderen. Ich versuche das mal so ein bisschen praktisch mit Ihnen zu erarbeiten. Und wir gucken uns jetzt eine Klausur zusammen an. Ja? Ich habe die mal so ein bisschen vorbereitet, vor mir liegt das iPad, also ich kann das so ein bisschen jetzt schreiben. Ich mache natürlich nicht die komplette Klausur mit Ihnen. Also Sie sehen, das ist also eine Klausur, die wir in unserem Lehrgang auch teilweise einsetzen. Ja, Personengesellschaft, also schön schwer. Ja, und die Klausur hat insgesamt 6 Stunden Bearbeitungsdauer. Nein, wenn man fair ist, sind es nicht ganz 6, weil ich nur einen Teil davon Ihnen mal zeigen will, wie ich das Ganze lösen würde. Falls Sie die Klausur haben wollen, ja, sage ich Ihnen auch gleich, wo man findet. Wenn Sie sagen, Sie wollen mir einfach nur zugucken, Sie wollen wissen, was ich mache, Sie wollen die Klausur natürlich auch okay, dann können Sie jetzt mal so, sag ich mal, 1 Minute vorwärts spulen. Wenn ich es hinkriege, werde ich irgendwo eine Sprungmarke setzen oder hinschreiben, bis wann Sie vorspulen können. Und dann können Sie quasi dort das Video weitergucken. Für alle anderen, ja, also gehen Sie einfach mal auf Google, das gehen wir mal zusammen. Das ist einfach eine Klausur, die bei uns veröffentlicht ist, also Neufachakademie. Und dann gehen Sie mal auf Steuerberater Lehrgänge oder Lehrgang. Und nachdem Sie die ganze Werbung unserer Mitmarktteilnehmer geblättert haben, steht hier unten ja logischerweise Neufang. Ja, also gehen wir mal da drauf. Und ich zeige Ihnen jetzt, wo Sie die finden. Ja, die Cookies natürlich akzeptieren. Sie können entweder hier auf dieser wunderschönen Pyramide, wie unser Kurs aufgebaut ist, auf Teilzeitphase klicken. Dann kommen Sie hier raus. Oder Sie gehen im Menü auf Vorbereitungskurse Teilzeitlehrgang. Kommen Sie genau auf der gleichen Seite raus. Und wenn Sie da ein bisschen durchblättern, finden Sie unten Probeskript. Probeklausur und da ist eine Klausur drin, die ich jetzt einfach mal hier verwende. Sie sehen, wenn Sie da drauf gehen, ja, also Fall Meier, Kessler und so weiter, GmbH, Cook AG. Das ist genau der Fall, den ich jetzt mit Ihnen durchgehen will. Wer unbedingt an der Lösung interessiert ist, die ist dann hier auch noch dabei. Also Lösungsübungsklausur würde man hier auch dementsprechend finden. Es muss jetzt nicht die Klausur sein, das ist logisch. Und natürlich hat jeder andere Anbieter auch solche Klausuren. Also das spielt keine Rolle. Ich habe jetzt einfach die genommen, weil wir das Copyright drauf haben, damit ich es Ihnen zeigen kann. Und wenn ich jetzt diese Klausur habe, gehen wir einfach mal die Schritte durch. Ja, Schritt 1 haben wir doch gesagt, Aufgabe, Sachverhalt kurz mal querlesen, mal gucken, was habe ich eigentlich, großer Sachverhalt oder nicht. Ich zoome jetzt mal so ein bisschen raus, ja, dass Sie also sehen, das ist Ihre Klausur. Und jetzt sehen Sie schon, Sachverhalt 1, verdammt, der geht mal über 3 Seiten. Also echter Problem. Da sehe ich schon beim ersten Durchblättern, das scheint eine Komplexklausur zu sein. Also, was mache ich jetzt? Ja, gucken wir uns nochmal zusammen an. Wir lesen erstmal die Aufgabe kurz und den Sachverhalt kurz querlesen. Um was geht es denn? Und dann fangen wir an, tatsächlich genau zu arbeiten, Checkliste zu erstellen etc. Also, Klausur. Ich zoome mich mal ein bisschen rein, dass Sie mal Chancen haben, was zu sehen. Ich gehe erstmal ans Ende und lese mir hier mal die Aufgabenstellung durch. Ermitteln Sie das niedrigste steuerliche Einkommen der KG für das Jahr 05. Ich habe das einfach mal leer gelassen, weil das Video wird sicherlich nicht jedes Jahr von mir frisch aufgenommen. Soweit möglich sollen Buchwerte fortgeführt werden, dabei ist davon auszugehen etc. pp.
Also Sie sehen ja, was es hier letztendlich alles geht. Ja? Also das ist hier unten quasi die Aufgabenstellung, die man sich erstmal durchliest. Die ist jetzt hier, das gebe ich auch zu, recht nutzlos, weil da eigentlich nur drinsteht, was Sie zu tun haben. Ja? Und das ist quasi so eine allgemeine Aufgabenstellung wie, nehmen Sie steuerrechtlich Stellung. Da steht also nichts Geheimes drin. Manchmal stehen da hinten aber tatsächlich wichtige Hinweise oder steht sowas drin wie, Sie haben Buchungssätze zu bilden etc. Zum Beispiel den Satz hier finde ich wichtig, ja, soweit die Bildung von Rücklagen möglich ist, sind diese gegebenenfalls auf Reinvestitionsgüter zu übertragen. Oh, das schreit nach 6b-Rücklage für mich. Das würde ich vielleicht sogar auf dem Notizzettel mal draufschreiben, 6b. Bilanzen müssen aus Vereinfachungsgründen nicht erstellt werden, Gott sei Dank. Würde dahinter stehen, Bilanzen müssen aufgestellt werden, steht jetzt auf meiner Checkliste drauf, Bilanzen erstellen, damit ich es nicht vergesse. Das gibt Punkte. Genauso Buchungssätze bilden, das steht auf meiner Checkliste, weil Buchungssätze geben Punkte. Wenn da hinten in der Aufgabenstellung steht, buchen Sie, dann buchen Sie auch. Das verstehe ich nicht. Es gibt genügend Leute, den schreibst du da hinten rein in die Aufgabenstellung, bilden Sie Buchungssätze und die jammern nachher, weil sie die 6, 7 Punkte in ihrer Klausur nicht kriegen für Buchen. Ja, ist halt so. Kann ich auch nicht ändern. So, und dann gehe ich tatsächlich durch und fange halt an, den Sachverhalt einmal zu lesen. Das erspare ich mir jetzt. Lesen kann jeder von Ihnen, gehe ich mal davon aus. Ja, womit ich jetzt einmal sage, ich habe jetzt die Aufgabe gelesen, ich habe den Sachverhalt einmal quer gelesen, dass ich grob weiß, um was es geht. Und das heißt, ich habe mir jetzt dafür entschieden, okay, ich mache diesen Sachverhalt, dann komme ich jetzt hier zum zweiten Schritt, genaues Lesen, Sachverhaltsskizze, Notizen im Text machen, markieren etc. Ja, das werde ich natürlich jetzt nicht umfangreich mit Ihnen machen, aber ich fange mal so grob an, damit Sie wissen, um was es geht. Also hier steht zum Beispiel zum 1.1.05 haben Klaus Meyer und irgendein Albin Kessler irgendeine KG gegründet in Calw. An der KG sind die Kommandisten mit jeweils 1 Million des Stammkapitals beteiligt. Dieses Kapital ist für die Stimmbeteiligung, Gewinnverteidigung maßgebend. Ja. Jetzt muss ich jetzt zweites Dokument aufmachen. Also fange ich an zu zeichnen und sage also hier, ich habe eine KG. Ja, ich habe hier zwei Gesellschafter dran. Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Wie heißen sie denn? KM und AK. Und so geht man jetzt quasi durch. Also KM und AK machen 50-50. Einfach, dass ich weiß, wer dran beteiligt ist. Bis jetzt brauche ich sonst noch nicht viel machen. Ja, wir lesen mal weiter. Dieses Kapital ist für Stimmrecht und Gewinnverteilung maßgeblich. Die MK GmbH ist vermögensmäßig nicht beteiligt. Für die Übernahme der Haftung erhält diese eine angemessene Erwahlprovision von 1250 Euro im Jahr, welche bei der KG als Aufwand zu behandelt wurde. Aha, jetzt würde ich zum Beispiel schon mal Folgendes machen. Gut, dass da eine KG, eine GmbH dran hängt, das ist jetzt recht irrelevant. Muss ich bloß gucken, wie ich das bei Ihnen hinkriege, dass Sie das auch sehen. Mal hier drauf. Ja, jetzt sehen Sie es wieder. Ja, also das ist jetzt hier Ihre Zeichnung, dass Sie sehen, dahinter GmbH dran. Das ist jetzt relativ unwichtig, sage ich mal. Und jetzt kommt aber was anderes hier drauf. Ich gehe jetzt hier hin und mache mir meine Checkliste. Und da würde jetzt zum Beispiel bei mir schon mal stehen, okay, Erwahlprovision. Weil im Text stand ja drin, dass es diese Erwahlprovision gibt. Also dementsprechend muss die ja bezahlt werden. Ja, schreibe ich das hier ran mit der Erwahlprovision, damit ich das hier nicht vergesse. Das ist ja der Sinn und Zweck eigentlich dieser ganzen Checklisten-Situation, dass Sie jetzt nachher ein Dokument haben, wo Sie quasi durchgehen können und sagen können, okay, das Problem gibt es, das Problem gibt es, das Problem gibt es. Das ist ja der Sinn, weswegen wir das ganze Zeug eigentlich tun. So, und so gehen Sie jetzt quasi den ganzen Sachverhalt durch, gucken da nach der Wahlprovision, steht irgendwas drin, die Geschäftsführung der GmbH übernimmt CM unentgeltlich, aha, also gehen wir da weiter, Checkliste im Endeffekt schreiben, CM, Geschäftsführung, ja, 0 Euro. Das reicht mir hier. Ich muss irgendwas dazu sagen, dass die das unentgeltlich macht. Die CM steht auch hier noch nicht dran. Auf unserer Zeile, dann würde ich hier schon mich mal hinmachen. Geschäftsführung, CM. Wenn Sie sich übrigens wundern, das liegt nicht am iPad, dass die Schrift so hässlich ist. Das ist allgemein bei mir so. Diejenigen, die mich kennen, wissen das. Das ist aber irrelevant. Ja, es geht um die Lösung des Sachverhalts. So, diese ist auch einzige Gesellschafterin einer MK GmbH. Die GmbH erzielt Kapitalanlage 750 Euro jährlichen Zinsertrag. Aha, was müssen Sie machen? Ja, Sie müssen Ihre Zeichnung erweitern um die GmbH und Sie müssen auf der Checkliste draufschreiben, Zinsen 750 Euro im Jahr. So, und so gehen Sie jetzt die ganze Klausur durch. Das mache ich jetzt natürlich nicht im Video mit Ihnen, also Sie werden jetzt gleich einen Cut machen. Und dann zeige ich Ihnen im Endeffekt das Endergebnis. Was ich Ihnen vielleicht noch empfehlen würde, das würde ich Ihnen jetzt gerne auch hier zeigen. Was ich dann immer persönlich gemacht habe, ich habe zumindest mal am Rand irgendwas hingeschrieben, dass ich jetzt zum Beispiel hier irgendwas hinschreibe, was weiß ich, KG, ja, gezoomt, das war ein Fehler, Technik und ich, wir werden keine Freunde, ja, KG allgemein. Sie können auch hier irgendwas hinschreiben wie, was weiß ich, Geschäftsführung, CM. Diese Notizen dienen mir dazu, dass ich nachher die Stelle wieder finde. Das ist der einzige Sinn, dass ich nachher aber im kurzen Drüberlesen weiß, okay, da und da steckt das Problem. Oder, auch das können wir jetzt hier uns mal zusammen angucken, zum Beispiel steht jetzt in diesem Absatz drin,
Zur Gründung der KG hat Klaus Meyer seinen bisherigen Einzelbetrieb mit Vertrag vom 2.1.05 eingebracht. Die Bilanzierung soll nach dem Einbringungsvertrag bla 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 erfolgen. Also würde ich jetzt hier an den Rand irgendwas hinschreiben, wie zum Beispiel Einbringung von KM. Ja, sowas. Und natürlich steht jetzt natürlich auch drauf auf meiner Checkliste, ja, also wieder dieses Dokument hier entsprechend nehmen, Einbringung Einzelunternehmen von KM war es, glaube ich. Spielt jetzt keine Rolle. Sie wissen, glaube ich, was es ist. Das ist hier auf einem Bildschirm immer etwas schwierig zu sehen, weil man hier ständig hin und her blättern muss. Aber ich glaube, das Grundproblem ist klar. Und so geht man durch. Wer Lust hat und wer das unbedingt machen will, ich weiß, dass es solche Menschen gibt, der darf natürlich hier gerne auch irgendwas markieren. Der kann es nicht hier das Wörtchen Gründung markieren, Einzelbetrieb eingebracht. Ja, also auch das ist natürlich möglich. Ich persönlich war immer ein Freund davon, hier am Rand diese Sachen zu markieren. Das ist einfach meine Methodik immer gewesen, diese Notizen hier drin zu haben, auch wenn mich jetzt die Technik hier im Stich lässt. Aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Also ich habe immer diese blauen Notizen am Rand gemacht. Ich weiß, andere Leute machen Markierungen im Text. Das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Es geht nur darum, dass Sie nachher einfach sich einen Überblick verschaffen können, was passiert denn in der Klausur. Und wer jetzt Lust hat, kann das gerne machen. Ich habe Ihnen ja gesagt, wo Sie die Steuerberaterklausur finden. Ja, also Neufachakademie, Steuerberaterlehrgänge dort bei der Teilzeitphase in den Probeskripten steht drin. Ich würde jetzt einfach mal die ganzen Schritte machen, beziehungsweise ich habe sie schon vorbereitet, ja. Und wir machen dann am zweiten Teil entsprechend weiter, dass ich Ihnen das Endergebnis zeige und dann Ihnen auch zeige, wie geht man eigentlich mit diesem Endergebnis um? Wie sieht das Ergebnis im Endeffekt aus? Bis gleich. So, ich gehe jetzt davon aus, dass Sie die Klausur durchgegangen sind, dass Sie sich die Notizen gemacht haben, die Checkliste etc. Falls nicht, gucken Sie einfach, was ich daraus gemacht habe. Ja. Und das muss natürlich nicht identisch bei Ihnen aussehen, aber so ähnlich könnte das jetzt bei Ihnen aussehen. Und wir gucken uns einfach mal das Endresultat des Ganzen zusammen an. Also, gehen wir wieder in die Klausur. Ja, Sie sehen, ich bin also das nochmal ein bisschen durchgegangen. Ich habe am Rand jetzt alles Mögliche dazu hingeschrieben. Ich markiere es gerade mal so ein bisschen, ja, also Allgemeines zu KG hier. Ja, die Einbringung von den KM haben wir schon gemacht, die Werte und so weiter. Also ich habe jetzt einfach hier am Rand einfach die verschiedenen Punkte herangeschrieben, die mir bei der Klausur aufgefallen sind. Sie sehen, ja, hier geht es irgendwie um ein Grundstück. Die, die es durchgelesen haben, wissen, da geht es ums Grundstück Stahlecker. Die KM oder der KM bringt hier ein Gebäude ein. Ja, und so geht es jetzt das Ganze durch. Das macht jetzt keinen großen Sinn, das, glaube ich, Stück für Stück mit Ihnen durchzugehen. Sachen, die ich immer wichtig empfunden habe, sehen Sie, habe ich persönlich immer so gelöst, dass ich quasi gesagt habe, ich markiere mir das Ganze irgendwie und mache das in einer anderen Farbe. Jetzt hier mal knallig in Rot. Achtung, rückwirkend, passiert hier irgendwas mit dem Gehalt. Ja, dann gibt es hier Grundstück in Pforzheim, Schuld. Da war mir irgendwas nicht ganz klar im Sachverhalt. Auch das habe ich hier so markiert mal. Und so bin ich jetzt quasi die ganze Klausur durch. Für diejenigen, die es etwas bunter haben wollen, gäbe es dann noch diese Lösung hier. Ja, dass ich dann quasi sage, ich habe halt hier jetzt noch mit Markierungen gearbeitet. Da empfehle ich Ihnen zum Beispiel, dass Sie halt sagen, was weiß ich, Namen sind irgendwie eine andere Farbe oder so. Sie sehen, ich bin kein großer Freund von Markierungen. Ich habe mir auch schwer getan, das jetzt hier vorzubereiten mit den Markierungen. Ich weiß aber, dass einige von Ihnen, wie soll ich es ausdrücken, diplomatisch, Sie haben die Auffassung manche, alles, was ich gelesen habe, muss markiert sein. Da fällt für mich dann der Sinn einer Markierung. Also nur weil ich jetzt den ganzen Sachverhalt gelb habe, sehe ich irgendwo den Sinn nicht. Also ich bin eher ein sporadischer Markierer. Ich glaube, meine Original-Examensklausuren, wenn Sie die sehen würden, die sehen übrigens wirklich so aus. Also da war quasi im Text überhaupt nichts markiert. Das ist einfach nicht meine Art gewesen. Wenn Sie schon mit Markierungen arbeiten, würde ich Ihnen grundsätzlich empfehlen, nicht mehr zu machen als das, was Sie hier sehen. Weil alles, was Sie jetzt noch mehr markieren würden als diese Sachen hier, finde ich persönlich zu sehr. Aber auch da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Wenn Sie derjenige sind oder diejenige sind, die sagen, ich muss alles markieren, was ich nicht gemarkiert habe, können die mir nicht merken, machen Sie die Klausur gelb. Nehmen Sie einen dicken, fetten Markierstift mit, machen Sie es gelb. Also sehen Sie sich da frei, Sie dürfen da Ihr künstlerisches Talent ausleben, keine Frage. Ich finde es nicht sinnvoll. Also ich würde sporadisch mit Markierungen arbeiten. Ich würde mich stattdessen eher darauf verlassen, dann, dass ich die zusätzlichen Sachen mache. Ja, also ich habe jetzt hier mal so zum Beispiel die Sachverhaltsskizze gemacht. Sie sehen, was passiert. Gehe jetzt mal so Stück für Stück mit Ihnen durch, dass Sie mal so ein paar Sachen sehen. Also das da oben ist die Grundstruktur der Gesellschaft, ja, das müsste ja noch bekannt sein. Hier zum Beispiel haben wir den FD, der kommt rein. Ich habe jetzt hier mal in einer anderen Farbe dann die Beteiligung hingemacht. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, das ist jetzt bei mir hier in Blau. Dann passieren ja hier unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel haben wir irgendwie den Stahlecker 10, ja, die wird zurückbehalten. Hier kommt das Einzelunternehmen rein in die KG.
da passiert irgendwas mit dem Grundstück, ja, also das da mit dem Darlehen, was halt da passiert. Und die CM hier mit der MK GmbH, der wo neu reinkommt und hier wird doch, ja genau, hier diese Auszahlung quasi, ja, Einzelunternehmen plus 2,4 Millionen ins Privatvermögen des KM, weil er quasi die Anteile, oder ja, weil er diese gegründet wird, ohne da jetzt zu viel vom Sachverhalt zu erzählen. Und da die Beteiligungen der beiden oder die Einbringungen ja unterschiedlich sind, muss ja hier mehr gezahlt werden. Das ist so hier der Knackpunkt der Klausur. Und jetzt weiß ich grob, was hier vom Sachverhalt passiert. Und Sie könnten mich jetzt eigentlich, nachdem ich diese Zeichnung angefertigt habe, fragen, Herr Schäfer, was passiert im Sachverhalt? Ich nehme einfach diese Zeichnung her und sage Ihnen grob, was hier alles passiert, so Stück für Stück. Natürlich kann ich Ihnen das jetzt nicht mehr in der gleichen Reihenfolge sagen wie im Sachverhalt, aber ich kann Ihnen sagen, was alles passiert. Und zumindest weiß ich dann, wenn ich irgendwo sehe, was macht denn eigentlich die CM nochmal? Okay, ja, die gibt es da oben, die macht eine Geschäftsführung für 0 Euro und ist in irgendeiner GmbH beteiligt. Oder wenn ich da irgendwo sehe, verdammt, warum gab es nochmal die Ausschüttung von der GmbH und an wen läuft die? Okay, da sehe ich, an die CM muss die ja laufen. Das ist der Sinn einer solchen zusammenfassenden Zeichnung. Den Sachverhalt auf einen Schlag haben. Bei RO habe ich schon gesagt, Abgabenordnung, Zeitstrahl, ganz typisch. Dass ich einfach sehen, was passiert wann. So, dann habe ich natürlich noch so eine Checkliste gemacht. Die sieht jetzt natürlich teilweise anders aus. Die wird auch jedes Mal anders aussehen. Ich habe die jetzt hier bewusst, das gebe ich auch zu, recht ausführlich gemacht. Also hier Gründung, Haftungsvergütung hatten wir ja schon, die Geschäftsführung der CM unentgeltlich, ja, der Zins, der in die GmbH gezahlt wurde. Die Sachen haben wir ja quasi vorher schon selber gemacht. Und dann der ganze Rest. Also offensichtlich Stahlecker 10 ist ein richtig schönes Problem. Da steckt ganz, ganz viel drin. Wenn Sie das sauber sehen, sehen Sie, es gibt sogar eine zweite Seite und es gibt eine dritte Seite. Also das war doch etwas mehr Arbeit. Da stecken mehrere Probleme drin. Kann Ihnen auch sagen, die Klausur ist durchaus für 4 Stunden angelegt. Oder länger eigentlich sogar, eher so Richtung 5. Ich weiß, auf der Titelseite steht 6 Stunden. Sie müssen aber bedenken, dass die Titelseite sich auf beide Sachverhalte bezieht. Da gibt es also noch einen zweiten Sachverhalt. Aber jetzt mal rein, der Teil sind sicherlich 4-5 Stunden. Das muss ich also schon ehrlich zugeben und das weiß ich auch. Ja, und jetzt gehen wir mal zurück. Das heißt also, ich habe jetzt quasi gemacht, Schritt 1, Schritt 2 und Schritt 3. Ich habe die Checkliste gemacht. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Und ich kann jetzt natürlich in meiner Checkliste die Punkte Stück für Stück durcharbeiten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas sage, also Sie sehen auch der letzte Punkt übrigens an der Checkliste hier, ja. Also Rücklage 6b laut Aufgabe. Also da wird es irgendwo eine Rücklage geben, deswegen steht es drauf, damit ich es nicht vergesse. Ja, sowas hier. Und jetzt kann ich mir eine beliebige Reihenfolge raussuchen, indem ich zum Beispiel sage, gut, die ganze Gründung unserer Firlefanz ist mir viel zu kompliziert, aber das Darlehen mit der Mutter, das ist eigentlich recht simpel, das kriege ich hin. Oder die Geschäftsführungsvergütung, ja, das ist also auch recht simpel, dann mache ich erstmal das. Und jetzt geht es darum, eine Reihenfolge zu finden, die Sie wollen. Das ist mir egal. Ich habe vorhin gesagt, leicht nach schwer, schwer nach leicht, jedem nach seinem Gutdünken. Das habe ich dann persönlich immer so gelöst, dass ich mir halt dahinter die Zahlen geschrieben habe. Also ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, gut, als erstes wird sich der Herr Schäfer kümmern um die Gründung der KG. Das war Schritt 2. Damit zusammen hängt natürlich die Einbringung des Einzelunternehmens von KM. Da hängt auch der Rückbehalt von Stahlecker 10, dass das vielleicht SPV werden könnte. Nehmen wir es mal ganz neutral so. Er hängt damit zusammen. Wie gesagt, ich habe mit den dicken Brocken immer angefangen. Ja, also das sieht man ja auch hier. Dann hier die Einbringung des anderen Einzelunternehmens mit einer Zuzahlung von 2,4 Millionen ins Privatvermögen. Das ist ja auch noch quasi die Gründung. Das Darlehen, das hängt ja quasi mit diesen 2,4 Millionen zusammen. Und so gehe ich dann hin. Und so wie ich eben gesagt habe, ich habe die leichten Sachen eher an Schluss geschoben. Ja, so Geschäftsführungsvergütung 2x10.000, das war bei mir recht weit hinten, Position 14. Oder auch hier die ganzen Kleingroßhaftungsvergütung, Geschäftsführung, Zins. Das ist ja alles Kleinigkeiten. Ja? Also deswegen 11, 12, 13, das mache ich am Ende. Ich habe jetzt halt ein bisschen die Uhr im Blick und merke, okay, du hast jetzt noch so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, dann muss ich abgeben. Dann steige ich um und sage, jetzt kommt der leichte Kruscht. Aber ich weiß jetzt eigentlich, in welcher Reihenfolge ich vorgehe. Und so sind quasi also wirklich meine komplette Checkliste einmal durch. Sie sehen hier eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten. Und ich weiß jetzt ganz genau, in welcher Reihenfolge ich vorgehe. Das mit der 6B-Rücklage, ja, da weiß ich ja jetzt vielleicht noch gar nicht, wo die entsteht. Deswegen steht die hier noch draußen. Aber ich kann das nicht mehr vergessen. Weil ich kann so, ich gehe jetzt mal kurz zurück, ich weiß, dass ich viel blätter, aber das ist halt so, ich kann jetzt zum Beispiel nicht vergessen, dass es hier noch eine Geschäftsführungsvergütung gibt. Glauben Sie mir mal, wenn Sie das ohne die Checkliste einfach lösen und einfach da anfangen loszuschreiben, dann wissen Sie nach 3 Stunden nicht mehr, was Sie da gemacht haben.
Ja? Und dass da ganz am Anfang irgendwas drin stand mit Geschäftsführungsvergütung, das können Sie knicken. Also das wissen Sie einfach nicht mehr. Das ist auch völlig okay. Dafür gibt es die Checkliste, damit Ihr Gehirn, Ihr Gedächtnis entlastet ist. Das ist so die Grundlösung. Und wenn ich halt jetzt hergehe und sage, ich kümmere mich jetzt um die Gründung der KG und ich kümmere mich um die Einbringung des Einzelunternehmens, dann muss ich halt wieder in den Sachverhalt rein. Ja, ich nehme jetzt hier mal wieder meine unmarkierte Version. Also würde das bei mir aussehen. Und ich sehe jetzt ja schön am Rand, hier zum Beispiel steht ja drin Einbringung des Einzelunternehmens. Ja, oder allgemeines zur KG, das scheinen ja die relevanten Absätze zu sein dafür. Und was ich dann immer gemacht habe, das ist jetzt wieder seine eigene Entscheidung, aber ich habe dann in dem Moment, wenn ich sage, okay, ein Absatz enthält jetzt keine Informationen mehr für mich, also ich habe die Einbringung komplett gemacht, dann bin ich persönlich hergegangen und habe einen Absatz abgehakt. Ich habe auch schon andere Leute gesehen, die machen den Absatz durch. Ja, dann weiß ich einfach, okay, den Absatz brauche ich gar nicht mehr lesen, der ist für mich nicht mehr relevant, der enthält keine entscheidende Information mehr. Dadurch merken Sie auch, wie der Sachverhalt einfach Stück für Stück kleiner wird. Das ist optional. Also man muss das in Gottes Namen nicht machen, aber das ist etwas, wo ich häufig sehe. Ich habe häufig halt so einen Haken am Rand gemacht, dass ich genau gesehen habe, okay, der Absatz ist jetzt durch. Und manchmal, wenn ich auch gesehen habe, okay, da ist noch was offen, mache ich halt hier einen Strich hin, dass ich zum Beispiel sehe, okay, die Wahlprovision, die hast du immer noch nicht gemacht, weil du es immer noch vergessen hast. Einfach zur Erinnerung, dass da noch was drinsteckt. Wenn Sie das über Markierung gelöst haben, geht das natürlich das Gleiche in Grün. Also das ist nicht wirklich unterschiedlich. Und wenn Sie das dann so Stück für Stück abarbeiten, gehen wir mal weiter, haken Sie das Ding einfach ab. Ja, also das wäre jetzt so ein Zwischenschrittergebnis, wo ich dann sage, okay, die Gründung ist bearbeitet, die Einbringung ist bearbeitet, das ganze Grundstück ist bearbeitet, hier unten fehlt noch was mit der Sonderbilanz, aber grundsätzlich ist das Grundstück auch schon mal durch. Sie können das entweder so lösen mit dem Abhaken, das sieht grundsätzlich, finde ich, ordentlicher aus, das ist aber egal, das ist die etwas brutalere Methode, indem man es einfach durchstreicht. Ja, das ist, sagen wir, aus psychologischer Sicht häufig sinnvoller, wenn man einfach sieht, okay, Thema erledigt und so weiter. Das ist genauso. Aber im Endeffekt geht es darum, Ihre Checkliste jetzt durchzugehen, durchzustreichen. Und das ist ein saugutes Gefühl, nachher mit der Klausur fertig zu sein, wo man weiß, ich habe die Checkliste einmal durch. So. Und dann können Sie weder was vergessen und Sie haben auch einen sinnvollen Strukturierungspfad. Das heißt, ich weiß, welche Reihenfolge ich entlang gehe, leicht nach schwer, schwer nach leicht. Das erfordert Übung. Das bin ich auch ganz ehrlich zu Ihnen. Und ich sage Ihnen beim ersten Mal, wenn Sie das machen, wird Ihnen das Arbeit verursachen. Sie werden viel, viel länger brauchen. Aber Sie lernen dann mit der Klausurtechnik zu arbeiten. Und machen Sie das mal. Üben Sie das 2, 3, 4 Mal. Jedes Institut hat irgendwelche Klausurenkurse, ja, irgendwelche Klausurenfernkurse oder sowas. Oder gucken Sie, dass Sie an kostenlose Übungsklausuren rankommen. Es gibt von diversen Verlagen auch Steuerberaterprüfungen abgedruckt in Buchform. Üben. Üben, 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 üben. Das macht man nicht beim ersten Mal richtig. Man braucht, um diese Technik hier, diese Folie richtig anwenden zu können, braucht man das mindestens 3, 4 Mal. Und erst dann läuft das flüssig. Dann habe ich das verstanden und ich weiß, wie das funktioniert. Und jetzt zum Abschluss noch folgender wichtiger Punkt. Ich weiß, dass eine Steuerberaterprüfung schwer ist, weil ich habe es auch überstehen müssen. Und zu einer Steuerberaterprüfung gehört maximale Anzahl von Übungsklausuren schreiben. Das ist wichtiger als alles andere. Ich habe auch noch ein anderes Video auf dem Kanal gemacht, wo für mich heißt, der entscheidende Erfolgsfaktor für die Steuerberaterprüfung, falls ich es hinkriege, ist irgendwo verlinkt. Schauen wir mal, ob ich es technisch hinkriege. Ja, dann können Sie sich auch das mal durchgucken. Und auch da kommt raus, elementar ist Klausur schreiben, also dass ich es tue. Und jetzt haben Sie gelernt, wie Sie das machen, irgendwie sowas. Und Sie finden bei jedem Institut also einen entsprechenden Vorbereitungskurs, wo Sie das auch üben können. Das müssen Sie auch tun. Also wer nicht mindestens 20, 30 Klausuren geschrieben hat, der braucht in meinen Augen gar nicht antreten für das Beraterexamen im Oktober. Das ist meine persönliche Auffassung. Das ist das absolute Minimum. Mehr ist immer besser. Das muss man auch ganz deutlich sagen. So, jetzt soll es mal genug gewesen sein mit diesem langen Video. Falls Sie bis hierhin durchgehalten haben, kriegen Sie mal von mir einen Daumen hoch, weil Sie das wirklich eine Leistung ist, so ein langes Video sich anzugucken. Ansonsten, wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie auch mir einen Daumen hoch geben, beziehungsweise dem Video einen Daumen hoch geben. Das würde mich sehr freuen. Motiviert mich auch, zusätzliche Klausuren zu machen oder zusätzliche Videos zu machen. Nochmal der Hinweis, das ist meine persönliche Meinung, das hier mit der Klausur, das muss nicht für Sie passen. Ich glaube nur, dass es funktionieren kann. Und wenn Sie noch Themenwünsche haben, wo Sie sagen, ich will den Steuerberater schreiben, mir fehlen da noch ein paar Infos, Sie können auch gerne unter dem Video Kommentare da lassen, wozu wir denn noch Videos aufnehmen sollen. Also der Herr Bulling hat ja teilweise schon mit mir was gemacht zum Thema mündliche Steuerberaterprüfung. Ich habe jetzt die 2 Videos gemacht. Wir teilen da gerne unser Wissen, weil wir einfach wollen, dass Sie gut auf die Steuerberaterprüfung vorbereitet sind. Ansonsten für all diejenigen, die die Prüfung noch vor sich haben, ich drücke die Daumen, toi, 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 Sie kriegen das hin.
Und ich freue mich dann, wenn wir uns als Berufskollegen irgendwann mal wiedersehen. Bis dahin und auf Wiedersehen.